Halli und hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zur nächsten Folge von Divine Journey zusammen mit den lieben Sir Lance. Hallöchen! Und den lieben Lemon. Hallo und mit der lieben Blue Jenny. Und wir spielen nicht Divine Journey, wir zocken Wildlands immer noch. Oh Gott, Entschuldigung. Hat sie das? Okay, dann. Und willkommen zu nicht Divine Journey, sondern Wildlands. Heute kann leider Blatt. Ich habe eine gute Grafik bei Divine Journey. Also, leider kann Blatt heute nicht mitmachen. Ist aber wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, und bei mir kam gestern die Folge von Jenny, weil, ich sag nicht, ich war zu blöd. Ja, stimmt, vorgestern. Ich sag jetzt nicht, ich war zu blöd, richtig aufzunehmen. Auch wenn es stimmt. Ja, und wir wollen jetzt einfach ein bisschen Nebeneinsätze dieser eine Folge machen. Ja. Läuft halt wieder? Ja, wir wurden entdeckt. Du musst dich ja noch nicht vorstellen. Genau. Okay, wir steigen aus, ein ganz eindeutig. Mann, der Kerl ist tot. Wow! Okay, Lemon, du kannst uns holen. Vergiss den Einsatz. Okay. Hilfe. Ja. Danke. Ich glaube, das ging nach hinten los, oder? Dezent. Okay. Wo liegt denn der? Hinterm Auto, hier. Unterm Auto, wie auch immer. Ja toll, da kriegen wir doch nicht. Doch. Echt nicht? Ich befummel den grad. Ach da. So, jetzt müssen wir mit der Familienkutsche. Nein, hier haben wir einen Jeep. Auf geht's. Sorry, Kumpel, aber ich brauch dein Auto. Raus. Ich steig ein. So. Ich hoffe, wir holen ihn noch ein. Ja. Sollte klappen. Ihr seid so still. Dumme. Ach so, ja. Sorry, ja. Ich bin gerade teilweise echt in Gedanken. Ich habe mir gerade gedacht, wenn wir jetzt da hinfahren, müssen wir eigentlich quer vor ihn stellen, aber da rammt er uns ja wieder weg. Ja. Das heißt, am besten, wenn Lemon und ich gleichzeitig auf den Fahrer versuchen zu schießen, oder? Fahrer raus. Ich tot. Raus. Tot. Er ist erledigt. Grundwagen gesichert. Kataris Leute sind unterwegs, okay, um das Zeug zu holen. Ich bin ganz tot. Dankeschön, Leute. Ja, weil du im Auto warst. Ja, ich kann ja nicht rausgehen. Tut mir leid. Oh, vielen Dank. Hier ist euer Kampffahrzeug, Kumpa. Ach, da ist er. Ernsthaft. Okay. Man kann hier als Fahrer einsteigen. Und ich laufe, und ich laufe, und ich laufe hinter dir her. Und ich laufe immer noch. Und ich renne dahin her. So, ich habe übrigens meine Waffe gewechselt. Ich habe jetzt. Servus. Ich habe jetzt die Waffe von Divine Journey, genau. Ja. Von Division. Wer ist denn das? Es ist die. LVOAC Division. Aha, Gesundheit. Ja, hast du Division? Hast du? Lemon, kommst du bitte ins Auto, Tobi, hör auf, bitte. Ach so, warte, ich dachte, bitte, Mike bis schon Lemon hier. Ansteigt. Nein. Weiter, Lemon. Ups, das war das Handy. Aha. Du spielst also mal wieder am Handy? Nein. Blatt hat geantwortet. Und? Er hat Magen-Darm-Grippe. Ah, okay. Ja gut, wir machen jetzt ja nichts Atemberaubendes, was er jetzt... Ne, ist ja ein Nebeneinsatz, sind halt ein paar Punkte vor uns. Und sein Charakter, der eine, ist ja eh ein Level über uns. Ich wollte gerade sagen. Oder zwei sogar. Er hat ja, glaube ich, das Event oder so gespielt, irgendwann mal. Ja. Ist das hier ein Golfplatz? Ja, du wolltest gerade sagen. Keine Ahnung. Ja, das, jetzt ist, nach das ist ein dem Golfplatz. Wie wir waren, nicht mehr. Das ist ein Golfplatz. So, jetzt nur die Frage, wie wir da hochkommen. Ah, guck mal, hier ist so extra eine Rampe für uns gebaut worden. Nein, ich schaffe es. Bin schneller. Steig's mal bitte aus. Hallo? Danke. Toll, und ich fahre natürlich wieder ganz runter.
So, weil hier sollte ein Heli irgendwo stehen. Ach ja, da. Ich sind wir ein bisschen schneller, weil in diesem Gebiet hier haben wir halt nichts mehr. Wir sind wieder im Startgebiet. Hehehe, Rebell getötet. Sei nicht so böse zu denen. Doch, bin ich. Oh Gott. Nein, die war... Ach, Mann. Was denn? Granate, hola putas. Was hast du denn? Holst du mich? Was habt ihr gemacht? Tut mir leid, ja. Ich komme hier nicht weg, weil ich hier festbugge. Und ich musste mich gerade selber töten. Und hast den Heli mitgenommen. Ja. Ey. Nein, ich komme hier nicht weg. Ja, dann musst du einmal... Granate fliegt, nimm das hier, Säcke. Granate. Am besten nimmst du uns nicht gleich mit. Ja, jetzt einfach liegen lassen. Ja, ich versuche nur einmal von hier aus wieder zu beleben. Jetzt? Leertaste spam. Ja gut, dann muss ich umbringen. Granate fliegt, wir sehen uns in der Hölle. Nein. Nein. Ich mach das mit sehr viel Vergnügen. Ja, da hinten müssen wir hin. Auf geht's, Mike. Wir haben einen Auftrag und müssen irgendwie gucken, wie wir rauskommen. Ich glaube, Jenny ist vor uns da. Ba, 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 ba. Wo geht's denn hier raus? Oder kann man hier rüber klettern? I don't know. Die ist zu hoch. I don't know. Die ist zu hoch für uns, die Mauer. Granate! Nee. Ah. Wir müssen hier einen Ausgang suchen. Das ist einer mit Maschinenpistolen. 13, 12, 11, ja, wir 10. Hier C4 auswählen. Was willst du mit C4? Die Wand wegsprengen. Geht nicht. Nein. Geht nicht. 3, 1. Die Lage oder? Ist scharf. Wand wegsprengen kannst du nicht für nicht Battlefield 4. Ja. Verdammt. Wie kommt man denn hier raus? Warte. Wollt ihr mich verarschen? Dein Ernst? Ich hätte in eine andere Richtung laufen müssen. Also ich bin hier. Ja, wir müssen hier weiter. Da ist gleich ein Ausgang auf der anderen Seite. Ich glaube, wir waren hier schon mal drin gefangen. Oh Mann, das dauert so ewig. Jenny, hol doch ein Auto und hol uns ab. Bin hinter euch. Hä, bist du auch drin gespawnt oder was? Nein, ich bin auf der anderen Seite gespawnt. Und wie bist du reingekommen? Über die Mauer geklettert. Ach, von außen kommst du rein, aber nicht wieder zurück. Ja. Logik pur. Guten Tag. Nein, da waren ein paar Sachen gestanden und ich bin drüber geklettert. Ja, so. Da ist schon wieder jemand. Zivilistin. Mensch, Tobi. Waren wir hier nicht schon mal? Ja. Ja. Von hier sind wir gekommen. So, auf geht's. So, los geht's. In die Müll. Das ist ein ganz anderer Ding hier. Ich weiß. Also ich hab halt geguckt, wo die nächsten Nebenmissionen sind und will mir jetzt ein Heli holen. Achso. Ja, die nächste Nebenmission ist da unten oder da oben. Ey, auf uns wird geschossen. Ja, ich weiß. Ja, das Problem ist, da kommen wir halt überall nur mit dem Heli hin. Und ja, da du unseren Heli kaputt gemacht hast. Nein. Das ist geplant. Ja, definitiv. Ich wollte ein bisschen Offroad fahren. Hilfe? Irgendwie lenkt er nicht mehr. Er mag dich nicht mehr, kann das sein? Ja. Reisen und rutschig. Merke ich schon, dass er mich nicht mag. Du warst im Wasser. Zählt nicht. Ich glaube, so intelligent ist das Spiel nicht, dass es dann irgendwie Matsch bildet oder sowas. Aber es wäre mal interessant, sowas zu... Naja, okay, nicht zu programmieren, aber so ein Spiel zu spielen. Und wenn das kein richtiges Spiel ist, aber sowas zumindest, weißt du? Mit richtigen Physics. Ich
wollte gerade sagen, diesen Matsch-Simulator. Ja. Du musst das Spin-Teil kaufen, ne? Das ist Mudrunner. Genau, Mudrunner. Das ist ja so. So, das welchen wollen wir da machen? Ich markiere mal. Okay. Guck mal den hier. Du hast ihn wieder abgewählt. Ja. Und jetzt? Jetzt. Hui. Wollt ihr wirklich mit mir fliegen? du spielst den Controller, also ja. Was? Ich kann vorher abspringen, hab Fallschirm, weißt du? Verdammt, sowas habe ich seit dem Irak nicht, gesehen. Nicht über die... Ja, hab ich gerade gesehen. Hallo, hallo, geh weg! Ich wette, die Kartellarschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USB-Vs ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Fallschirm? Verdammt. Leertaste. Ja, ich hab die Taste nicht gewusst. Gefunden, wie auch immer. Also sind höchst produktiv. Ein Einsatz und 4 Helis geschrottet. Das waren 2. Also. Karma kann so scheiße sein. Hallo? Sind wir hier? Ja. Oh, mich zu schießen, Lemon. Macht Spaß. Hola, compañero. Ich laufe nicht. So, ich hab ein Auto. Nicht so ganz gepanzert. Wollte ich auch nicht. Moment, ich fahre. Lemon, kommst du? Ja. Steck ein. Los. Ja. Weißt du, was mir auffällt? Was denn? Wenn wir ohne Blatt spielen, töten wir uns gegenseitig nicht mehr so oft. Das ist jetzt gemein, diese Aussage. Nee, weil sonst hast du immer irgendjemand überfahren, und wenn das nur unabsichtlich war. Nein, sowas würde ich das niemals tun. Ich würde niemals jemanden überfahren. Letzte Folge. Nee. Dreimal. Ich überfahre nie jemanden. Und die Folge davor mit dem Motorboot? Ich überfahre niemanden. Und die Folge davor? Ich überfahre niemanden. Die Autos die überfahren davor. Den. Ich bin Warum unschuldig. Alle Folgen? Ich bin unschuldig. Die Autos sind schuld. Du musst zugeben, auch in der ersten Folge war was. Nein. Doch. Die Klappe. Blup. Oh Gott, das war blatt. So. Jetzt haben wir echt ein Auto zum Rausballern. Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht unbedingt. Ach, die Mauer geht mal jetzt kaputt, ne? Aber eine C4 mit der Mauer. Die Mauer muss weg. So. Tot. Abschuss bestätigt. Dein Ernst? Hat wirklich ein Krankenwagen mich überfahren? Mike, danke. Das ist leichte Ironie, dass mich ein Krankenwagen überfährt. Ja. Na, krank geworden? Ich kann mir noch was zum Einsammeln. Ja, ich weiß. Wo denn? Oh. Weglaufen nutzt nichts. Ich töte dich trotzdem. Irgendwie das blöde Gefühl, hier ist was. Oh, Mörser! Ich glaube, wir sollten wieder gehen. Ab ins Haus. Ins Haus. Die wollen uns, glaube ich, nicht haben. Ich weiß aber nicht, wie ich da drauf komme. So, kommt ihr? Lemon? Da ist ein Heli. Dann kriegen wir vielleicht. Ja, wobei eine Minute noch. Ja, komm, den letzten Einsatz können wir noch eben machen. Lemon! Achso, ich dachte, wir im Auto. Ich bin im Auto. So. Achso. Es. Danke. Ich hab dir. Alter. Wir qualmen schon. Oh oh. Da war der Heli am Arsch. Gut. Achtung, Mörserfeuer. Von wo? Von hinten. Ich geb dir gleich von hinten. Toll, jetzt ist unser Truck auch noch kaputt. Oh,
sorry. Also wir wären jetzt glatt bei 15 Minuten. Wollen wir ausmachen oder wollen wir den noch versuchen? Das sind 4 Kilometer, die wir fahren müssten. Naja, mach beenden wir es. Nee, halt. Komm, machen wir noch eben schnell. Okay. Dann kann ich eine Theorie von mir nachgehen. Und zwar? Ob die wieder spawnen oder ob man nur einmalig diese Aufträge Lemon. Hat. Fahr selber. Gut. Beeil dich aber. Bin schon da. So. Nur no, sorry, ich hab Blähungen. Hörst du wohl auf, hier alles um jeden abzuballern? Hol lieber den Heli da runter. Welchen Heli? Nirgends, nirgends. Lass es. Ich will nicht die Unidad wieder am Hals haben. Ist das die Unidad? Ja. Eine einst friedliche Provinz, in der die Rebellion ihren Ursprung hatte. Okay. Oh, dein Ernst. Der hat auf mich geschossen, ich habe nicht zurückgeantwortet. Na und? Das nennt man Kommunikation mit Kugeln. Ah, okay, so nennt man das. Heli, lass uns in Ruhe, wir haben dir nichts getut. Puff. Ja. Oh, er schießt auf mich. Ja, jetzt darfst du ihn noch runterholen. Kann ich nicht. Jetzt doch. Wow. Das war knapp. Das war Können. Hey, wo müssen wir denn ganz hin? Slalom fahren. Ja, merke ich schon. Ich dachte, das wäre so kurz, nur so eine kleine Strecke, aber irgendwie... Oh, jetzt zuckt mein Ohr hinterm Ohr. Hä? Dein Ohr hinterm Ohr, jo. Vor uns. Tschüss. Gerne abschießen. Ja, die schießen sich selber ab, alles gut. Ja. So. Alter, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Hier, was zum Einsammeln. Mir egal jetzt. Ich will die Mission noch irgendwie schaffen. Ach Mike, musst du immer die Rebellen, die Passanten überfahren. Juhu! Zivilisten. Sag ich doch, Passanten. Du, das ist nicht der Weg, wenn ich mal so. Ich glaube, wir lassen es doch mit der Nebenmission. Komm, mein Großer, das schaffst du. Drück drauf. Wir sind bei 18 Minuten. Ja, genau. Ausmachen. Hä? Fahren wir nicht weiter? Doch. Nein. Ach, Host. Ja, gut. Du bist okay, dann hast du es jetzt erledigt. Gut, dann, wenn ihr okay. Es geguckt habt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zur nächsten Aufnahme. Ciao, ciao. Cheerio. Ciao.